Maßnahmen gegen die Gewalt. Als Herr Keuner, der Denkende, sich in einem Saale vor vielen gegen die Gewalt aussprach, merkte er, wie die Leute vor ihm zurückwichen und weggingen, blickte um und sah hinter sich stehen die Gewalt. »Was sagtest du?« fragte ihn die Gewalt. »Ich sprach mich für die Gewalt aus«, antwortete Herr Keuner. Als Herr Keuner weggegangen war, fragten ihn seine Schüler nach seinem Rückgrat. Und Herr Keuner antwortete: »Ich habe kein Rückgrat zum Zerbrechen. Gerade ich muss länger leben als die Gewalt.« Und er erzählte folgende Geschichte. Als in die Wohnung des Herrn Egge, der gelernt hatte, Nein zu sagen, zu der Zeit der Illegalität, ein Agent kam. Der zeigte einen Schein vor, welcher ausgestellt war im Namen derer, die die Stadt beherrschten, und auf dem stand, dass ihm gehören solle jede Wohnung, in die er seinen Fuß setze. Ebenso sollte ihm gehören jedes Essen, das er verlange, und ebenso sollte ihm auch jeder Mann dienen, den er sähe. Der Agent setzte sich auf einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und fragte mit dem Gesicht zur Wand vor dem Einschlafen: »Wirst du mir dienen?« Herr Egge deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf, und wie an diesem Tage gehorchte er ihm 7 Jahre lang. Aber was immer er für ihn tat, eines zu tun, hütete er sich wohl, das war ein Wort zu sagen. Als nun 7 Jahre herum waren, und der Agent dick geworden war vom vielen Essen, Schlafen und Befehlen, starb der Agent. Da wickelte ihn Herr Egge in die verdorbene Decke, schleifte ihn aus dem Haus, wusch das Lager, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete: »Nein.« Bertolt Brecht. Lied von denen, auf die alles zutrifft und die alles schon wissen. Dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun, dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass es uns gut geht und dass es so weitergeht und dass es keinen Zweck hat, das wissen wir schon. Und dass wir schuld sind und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind und dass wir daran schuld sind, dass wir nichts dafür können und dass es uns reicht, das wissen wir schon, das wissen wir schon, das wissen wir schon. Und dass wir niemand helfen können und dass uns niemand helfen kann, das wissen wir schon
und dass wir dieses Problem gründlich analysieren müssen und dass wir 2 Stück Zucker in den Tee tun, das wissen wir schon, und dass wir gegen die Unterdrückung sind und dass die Zigaretten teurer werden, das wissen wir schon, und dass wir es jedes Mal kommen sehen und dass wir jedes Mal Recht behalten und dass daraus nichts folgt, das wissen wir schon. Und dass das alles wahr ist, das wissen wir schon. Und dass das alles gelogen ist, das wissen wir schon. Und dass das alles ist, das wissen wir schon. Und dass Überstehen nicht alles ist, sondern gar nichts, das wissen wir schon. Und dass wir es überstehen, das wissen wir schon. Und dass das alles nicht neu ist und dass das Leben schön ist, das wissen wir schon, das wissen wir schon, das wissen wir schon. Und dass wir das schon wissen, das wissen wir schon. Hans Magnus Enzensberger.